Moment mal, wer hat da was festgestellt? Ich soll nicht mehr krank sein? Es gibt kein Krankengeld mehr? Herzlich willkommen beim Sozialverband Schleswig-Holstein. Wenn du längere Zeit ausfällst, dann bekommst du nach spätestens 6 Wochen kein Geld mehr von deiner Firma. Dann ist die Krankenkasse für deinen Lebensunterhalt zuständig, und zwar mit dem sogenannten Krankengeld. In den allermeisten Fällen läuft das Ganze recht geschmeidig und unproblematisch ab. Zu uns zum Sozialverband kommen aber auch immer wieder Mitglieder, die von wirklich haarsträubenden Geschichten berichten. Und so witzig und skurril das manchmal auch klingen mag, für die Betroffenen kann das wirklich brandgefährlich sein. Das, worüber ich heute berichten will, fängt in der Regel mit einem Brief an. Das ist von der Krankenkasse ein Schreiben, wo drin steht, dass der medizinische Dienst, früher hat man auch oft MDK dazu gesagt, zu der Einschätzung gekommen ist, dass du nächste Woche oder in 2 Wochen wieder arbeiten kannst und deswegen auch kein Krankengeld mehr erhalten sollst. Du kannst dich natürlich bei der Bundesagentur für Arbeit melden, um Arbeitslosengeld zu bekommen. Moment mal, wer hat da was festgestellt? Ich soll nicht mehr krank sein? Es gibt kein Krankengeld mehr? So oder ähnlich läuft das dann ab, ist zum Glück nicht so häufig wie die Sache mit der Reha. Dazu empfehle ich dir dieses Video. Aber es kommt immer wieder vor und wir können beim Sozialverband quasi so ein bisschen die Uhr danach stellen, dass bald wieder Mitglieder mit diesem Problem bei uns in die Beratung kommen werden. Die berechtigte Frage lautet natürlich jetzt, darf die Krankenkasse das überhaupt? Und dazu muss man sagen, grundsätzlich hat die Krankenversicherung natürlich das Recht und sogar die Verpflichtung, nachzuprüfen, ob du so krank bist, dass dir Krankengeld zusteht. Es will ja auch niemand für jemanden zahlen, der eigentlich gar nicht krank ist und auf Kosten aller Versicherten dann nicht zur Arbeit gehen muss. Aber in den Fällen, die uns beim SOVD aus der Sozialberatung bekannt sind, handelt es sich wirklich durchweg um Leute, die durchweg mit schweren, teilweise psychischen Erkrankungen arbeitsunfähig geschrieben werden von ihrem Hausarzt oder auch von Fachärzten, und die fallen dann natürlich aus allen Wolken, wenn die Krankenversicherung dann plötzlich mit so einem Brief um die Ecke kommt. Besonders pikant ist hierbei auch noch, dass so eine Einschätzung des medizinischen Dienstes tatsächlich immer nach Aktenlage erfolgt. Das heißt, es hat niemals irgendeine persönliche Begutachtung vorgelegen, wo möglicherweise dann eben so eine Einschätzung herkommen könnte. Das kommt für die Betroffenen völlig aus heiterem Himmel. Man könnte also eher sagen, willkürlich. Wenn dir jetzt so etwas widerfährt, dann solltest du folgendermaßen vorgehen. Zunächst einmal Widerspruch. Im Sozialrecht hast du dafür 1 Monat Zeit. Die Begründung kannst du später nachschieben. Gern natürlich auch mit der Hilfe meiner Kollegen beim Sozialverband. Dann geht's ab zu deinem Haus- oder Facharzt für einen aktuellen Befundbericht. Auch zu dem Thema haben wir schon mal ein eigenes Video gemacht. Das ist wichtig, weil ja jetzt sozusagen eine Aussage oder ein Aufschlag vom medizinischen Dienst auf dem Tisch liegt, dass du gar nicht so schwer krank sein sollst. Und du brauchst quasi jetzt ein bisschen Futter, Argumente, um das entkräften zu können. Und dafür ist jetzt dieser Bericht deines eigenen Arztes so wichtig. Und zu guter Letzt gehst du jetzt wirklich zur Arbeitsagentur und stellst vorsorglich einen Antrag auf Arbeitslosengeld. Nur für den Fall, dass die Krankenkasse tatsächlich hart bleiben sollte und das Krankengeld da nicht mehr weiterzahlen will. Wenn du genau so vorgehst, wie gerade vorgestellt, dann ist das Risiko wirklich sehr gering, dass die Krankenkasse das Krankengeld tatsächlich einstellen wird. Wichtig ist aber, du musst dich kümmern. Wenn du nichts machst, auch wenn du im Recht bist, bist du ja, wenn du das Video jetzt schaust und sowas Ähnliches erlebst, wenn du nichts machst, ist das Krankengeld weg und es wird dann auch schwierig, das wiederherzustellen. Das heißt, du musst aktiv werden, um dich aus dieser wirklich brandgefährlichen Situation zu befreien. Und wie gesagt, falls du dabei Unterstützung benötigst, frag gern in der Sozialberatungsstelle des SOVD in deiner Nähe nach. Meine Kollegen können dir da ziemlich sicher weiterhelfen. Das war's. Ich hoffe, du konntest aus diesem Video eine Menge für dich mitnehmen. Wenn das Krankengeld dann übrigens wirklich ausläuft, nach spätestens 78 Wochen, da wartet schon die nächste Schwierigkeit.
auf dich. Das ist die sogenannte Aussteuerung. Dazu habe ich hier in dem Video ein bisschen ausführlicher berichtet. Für heute war es das und ich sage an dieser Stelle ciao und bis zum nächsten Mal.